Gülşan Kamps, Entscheidung gefallen. Es weiter mit Baby Nummer 2. Bereits seit längerem spielt Gülşan Kamps, 40, mit dem Gedanken, erneut schwanger zu werden. Nun hat die einstige Viva-Moderatorin beschlossen, diesen Wunsch mit Ehemann Sebastian Kamps, 41, in die Tat umzusetzen. Baby Kamps, wie Gülşan ihr Kind liebevoll nennt, das im Dezember 2021 das Licht der Welt erblickt hat, kann sich anscheinend bald über ein Geschwisterchen freuen. Denn am Montag, 17. April, sei endlich die Entscheidung gefallen, Baby Nummer 2. Yes, Baby, freut sich das TV-Gesicht einen Tag später auf Instagram und erklärt in seinem Beitrag, wir haben gestern entschieden, es geht weiter mit Baby Nummer 2, sofern das Universum mitspielt. Anführungszeichen. Mit dem abschließenden Einwurf spielt Gülşan Kamps auf den schwierigen Weg zu ihrem Wunschkind an. 5 Jahre lang haben sie und Ehemann Sebastian versucht, ein Baby zu bekommen. Die Wartezeit sei die größte Herausforderung ihres Lebens gewesen, gab Gülşan im Oktober 2022 in der SAT-1-Sendung Unser Mallorca offen zu. Sie habe dann angefangen, sich mit anderen Möglichkeiten vertraut zu machen. Wie Adoption, Pflegekind, Leihmutterschaft, berichtete die Moderatorin in ihrem Buch Never Give Up, Vertrau dir selbst. Doch dann, eines Tages habe es aus heiterem Himmel geklappt. Weshalb sich Familie Kamps vergrößern möchte, erklärt Gülşan auch, schreibt auf Instagram, natürlich. Weil ich Kinder über alles liebe, aber der Hauptgrund für diese Entscheidung ist unser kleiner Schatz. Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, das so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Instagram.com, Gülşan Kamps Never Give Up, Vertrau dir selbst.